gesegnet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, Heilige Maria, Mutter des Herrn. Bitte für uns, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, bitte für uns. Guten Abend, wir begrüßen alle Zuschauer aus Deutschland. Wir machen diese Umrundung von Jericho in Einheit mit Menschen aus vielen Ländern und wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme und Ihre Anliegen nach Einheit der Kirche in Deutschland und der ganzen Welt. In dieser Woche werden wir das Gebet auf Deutsch machen. Wir beginnen in Gottes Liebe diese Umrundung von Jericho durch das Zeichen des Heiligen Kreuzes von unseren Feinden. Befreie uns, Herr, unser Gott, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Diese Umrundung von Jericho wurde ins Leben gerufen, um Gott zu bitten, alles zu Fall zu bringen, was seinem Heilsplan entgegensteht und durch die katholische Kirche in der ganzen Welt verwirklicht werden kann. Wir beten für die Kirche, den Papst, die Priester und Gottgeweihten, damit die katholische Kirche im Licht des Heiligen Geistes handelt und ihr Amt in vollem Umfang ausüben kann, indem sie alle Völker der Welt zur wahren Erkenntnis Gottes führt. Für die Familien und das Leben, dass diejenigen, die die Gabe der Fortpflanzung empfangen haben und diejenigen, die die Macht haben, Gesetze zu erlassen, Gerechtigkeit walten lassen und alle anderen Menschen das Leben, die Ehe und die Familie nach dem Gesetz Gottes verteidigen. Für den Frieden und die Freiheit, dass wir die Gegenwart Christi in der Eucharistie anerkennen und so den wahren Frieden und die Freiheit bekommen und Jesus Christus im Herzen jedes Menschen herrschen möge. Für die Bekehrung der Sünder und die Wiedergutmachung unserer Sünden, dass wir die Bitten der Gottesmutter um Gebet und Buße in Fatima zum Leben erwecken und dass ihr unbeflecktes Herz triumphiert. Für das Ende der Pandemie, dass wir erkennen, was Gott uns mit dieser Erfahrung sagen will und der im Mittelpunkt unseres Lebens ist, dass unsere Behörden verantwortungsbewusst und ehrlich mit den Menschen umgehen und das Leben und die Gesundheit aller verteidigen, für die Verstorbenen und ihre Familien, für die Kranken, ihre Pfleger und das medizinische Personal, dass die heiligsten Herzen Jesu und Mariens in allen Familien regieren mögen, dass jeder Mensch sich ihnen weiht und sie in jedem Haus intronisiert werden. Für das größere Bekanntwerden der 5 Säulen der Gottesmutter von Fatima in der Welt. Das Rosenkranzgebet, das Fasten, die Bußkommunion an den ersten Samstagen des Monats, und die Umrundung von Jericho als wirksames Mittel des Gebetes und der Fürbitte. Diese Umrundung von Jericho wurde insbesondere aus Deutschland und für Deutschland erstellt.
Ihre einzige und wichtigste Absicht ist es, alle in diesem Land durchgeführten, derzeit und in Zukunft begangenen Sakrilegien zu reparieren und zu entschuldigen und für alle Vergehen, denen unser Herr und die heilige Jungfrau ausgesetzt waren und werden. Vergib uns, o Herr, vergib uns. Heiligstes Herz Jesu und unbeflecktes Herz Mariens, wir legen alle Intentionen, diese Umrundung von Jericho in eure Hände, damit Gottes Wille geschehen kann. Darum bitten wir dich, Vater im Himmel, Entschuldigung. Darum bitten wir dich, Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi durch den Heiligen Geist, auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria. Amen. Eröffnungsgebete der Umrandung von Jericho. Darbetung. Himmlischer Vater, ich bitte dich, zusammen mit uns allen, die wir an dieser Umrundung von Jericho teilnehmen, für uns zu beten. Ich danke dir, dass du ein großzügiger Vater bist. Wir glauben an dich, deinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Im heiligen Namen Jesu, durch seine heiligsten Wunden und sein kostbares Blut, auf die Fürsprache der Jungfrau Maria und des heiligen Josefs, mit Hilfe der Erzengel Michael, der Schutzengel unserer Nation, Gabriel und Raphael, unser Schutzengel und all eure Engel und Heiligen, biete ich dir diese Gebete an, um zu erflehen, dass die Mauern, die das Verwirklichen deines Willens in mir, in meinem Volk und in meinem Land verhindern, eingestürzt werden. Gebet an die heiligste Dreifaltigkeit. Heiliges Dreifaltigkeit, wir bitten dich, den gesamten Himmelshof mit all seinen Engeln von der Jungfrau Maria, dem heiligen Josef und den heiligen Erzengel Michael zu senden und uns während des Gebets dieser Umrundung von Jericho durch Deutschland zu begleiten und zu verteidigen. Akt der Reue. Mein Herr Jesus Christus, wahrer Gott und Mensch, mein Schöpfer und Erlöser, du bist wer, der du bist, und weil ich dich über alles liebe, bereue ich es, dich beleidigt zu haben. Ich bin entschieden, nie wieder sündigen zu wollen, die Gelegenheit zur Sünden zu meiden, zu beichten und die Buße, welche auch immer mir auferlegt wird, zu verrichten. Ich biete mein Leben, meine Werke, meine Arbeit, mein Leiden und Aufopferung als Wiedergutmachung für meine Sünden an. Ich vertraue auf dich, deine unendliche Güte und Barmherzigkeit und darauf, dass du ihnen verzeihen und mir die Gnade geben wirst, nie wieder dich zu beleidigen und dass ich in deinem heiligen Dienst an meinen Lebensende verharre. Amen. Bitte um Vergebung. Lassen Sie uns auf das Ende dieser Liste antworten. Vergib uns, o Herr, vergib.
Allmächtiger und barmherziger Gott, ich bitte demütig um Verheißung meiner Sünden für diejenigen in meiner Familie, für diejenigen von uns allen, die bei dieser Umrundung Jerichos beten und für die meines Volkes. Dafür, dass wir dich nicht über alles lieben, Herr, und dafür, dass wir schweigen, unterstützen oder nicht handeln, wenn du beleidigt wirst, dafür, dass wir in Überzeugungen verfallen sind, die dir zuwiderlaufen, dafür, dass wir uns nicht bemüht haben, den katholischen Glauben besser kennenzulernen, ihn nur mittelmäßig leben, sich des Glaubens schämen oder ihn verleugnen. Vergib uns, o Herr, vergib. Für alle die Zeiten, in denen wir deinen Namen vergeblich angenommen haben, dafür, dass wir nicht richtig auf die Berufung, zu der du uns berufen hast, reagiert haben, noch unsere Staatspflicht nachgekommen sind, für die Zeiten, in denen wir an Sonntagen, an Pflichttagen nicht an der Messe teilgenommen haben, für den Empfang der Eucharistie in schwere Sünde oder im unwürdigen Zustand, für Vergehen gegen die Jungfrau Maria, für den fehlenden Respekt gegenüber Personen, Orte oder Dinge, die heilig sind, dafür christliche Feste heidnisch zu machen und für heidnische Feiertage wie Halloween. Vergib uns, o Herr, vergib. Für die Zeiten, in denen wir unsere Eltern nicht respektiert haben und sie den Nächsten nicht geliebt haben, weder den Bedürftigen noch deine Kirche geholfen haben, die Ungerechtigkeiten zugelassen haben, in denen wir stolz an und nachtragend waren, beleidigte Worte benutzt und Momente der Gegenwart zugelassen haben. Vergib uns, o Herr, vergib. Dafür, dass wir nicht immer die Gaben des Lebens, der Ehre, der Fortpflanzung, der Familie, der Reinheit, des Glaubens, der Freiheit und des Friedens nach deinem Willen verteidigt haben. Für die Zeiten, in denen wir unsere Familie, unsere Körper, unsere Gesundheit und unsere Seele vernachlässigt haben oder in Lasten schwelgten, und für die Zeiten, in denen wir andere zur Sünde verleitet haben. Vergib uns, o Herr, vergib. Für die Zeiten, in denen wir unsaubere Handlungen oder Gedanken mit uns selbst und mit anderen Menschen, Tiere oder Dinge zugelassen haben. Vergib uns, o Herr, vergib. Für die Zeiten, in denen wir gestohlen, die Güter anderen Menschen beherrt haben, wenn wir gelogen und betrogen haben, die Wahrheit nicht eingestanden haben und falsches Zeugnis abgelegt haben. Vergib uns, o Herr, vergib. Für die Zeiten, in denen wir die guten Dinge, die du uns gegeben hast, nicht gesehen haben oder dafür nicht dankbar waren, und für die Zeiten, in denen wir das Kreuz geleugnet haben, das du für die Rettung unserer Seele zugelassen hast. Vergib uns, o Herr, vergib. Und für all das, was wir versäumt haben, dich nicht gebeten haben, dich nicht zu beleidigen, damit wir als das als Übel erkennen, es bekennen und wieder gut machen können, besonders dafür, dass wir uns nicht von deinem Heiligen Geist leiten ließen. Vergib uns, o Herr, vergib. Für all das bitte ich dich, Herr, verzeihe mir. Wir nehmen Zuflucht zu deiner unendlichen Barmherzigkeit und bitten dich, uns als reinigen Sohn zu empfangen, der zu seinem Vater zurückkehrt. Sende uns deinen Heiligen Geist und erfülle uns mit deiner Liebe, um sie anderen zu schenken, und hilf uns, dich nicht mehr zu beleidigen. Amen.
Ein Psalm Davids, Psalm 51. Als Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem sich David mit Bathsheba vergangen hatte: Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde, denn ich erkenne meine bösen Taten. Meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was dir missfällt. So behältst du Recht mit deinem Urteil. Rein stehst du da als Richter. Denn ich bin in Schuld geboren. In Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Lauterer Sinn im Verborgenen gefällt dir. Im Geheimen lehrst du mich Weisheit. Entsündige mich mit Isop, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee. Sättige mich mit Entzücken und Freude. Jubeln sollen die Glieder, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden. Tilge all meine Frevel. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Mach mich wieder froh mit deinem Heil, mit einem willigen Geist rüste mich aus. Dann lehre ich Abtrünnige deine Wege, und die Sünder kehren um zu dir. Befrei mich von Blutschuld, Herr, du Gott meines Heils, dann wird meine Zunge jubeln über deine Gerechtigkeit. Herr, öffne mir die Lippen, und mein Mund wird deinen Ruhm verkünden. Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir geben. An Brandopfern hast du kein Gefallen. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verschmähen. In deiner Huld tu Gutes an Zion, bau die Mauern Jerusalems wieder auf. Dann hast du Freude an rechten Opfern, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann opfert man Stiere auf deinem Altar. Das Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Dank Gott. Sei Gott. Dank sei Gott. Sei Gott. Das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, den allmächtigen Vater. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, in Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben. Amen. Geistliche Kommunion. Ich glaube, mein Jesus, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altars gegenwärtig bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele verlangt nach dir. Da ich dich jetzt nicht in der heiligen Eucharistie empfangen kann, bitte ich dich inständig. Komm zu mir und nimm Wohnung in meinem Herzen. Ich öffne mich deinen Kommen, bereine mich ganz mit dir und bete dich an, mein Heiland und Erlöser. Lass nicht zu, dass ich je von dir getrennt werde. Amen. Gebet um Schutz. Heiligste Dreifaltigkeit, in deinem göttlichen Willen, für die Qualen, die unser Herr Jesus Christus durch die Wunden der rechten Hand zugefügt haben, bitte ich dich im Glauben und Vertrauen, durch die heilige Mutterkirche, die mystische Leib und Braut Jesu Christi, für meine Familie,
meiner Nation und die ganze Welt, insbesondere für diejenigen von uns, die diese Umrundung von Jericho durchführen. Gebet an die Jungfrau Maria. Selige Jungfrau Maria, Königin und Mutter der Familien, Vermittlerin uns und unsere Fürsprecherin. Wir bieten dir unsere Umrundung von Jericho und Rosenkranz an und bitten dich, uns zu begleiten, um gemeinsam mit dem Schutzengel unserer Nation zu beten, als Wiedergutmachung für die Sünden, Salikrien und Beleidigung dieses Volkes an deinem unbefleckten Herzen und heiligsten Herz Jesu, für die Bekehrung und Rettung der Seelen, den Frieden, das Leben, die Familien und die Priester. Mutter, du bist unsere Hoffnung und auf dich vertrauen wir. Lehre uns, mit demütigem Herzen zu beten, um mit Freude in Einheit und Liebe zu leben, um die Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden wiederzugelangen und um ein wahres Zeugnis davon abzulegen, dass wir deine Kinder sind. Amen. Erstes schmerzhaftes Geheimnis. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Nachdem wir über unseren heiligsten Herrn nachgedacht hatten, der im Garten von Gethsemane kniete und sah, wie sich seine heiligen Poren öffneten, nachdem er sein kostbares Blut vergossen hatte. Lass uns beten. O heiligster Jesus, ich rufe dich durch deine heiligen Wunden an und ich habe in jeder ihrer offenen Poren während ihres heiligen Schmerzes und ihren Quell all diejenigen Hand eingesteckt, die in den Medien sind, insbesondere diejenigen, die glauben und entscheiden, was wir und unsere Kinder sehen, hören und lesen. Ich bete besonders für diejenigen, die sich aktiv für Pornografie, Perversion, Unmoral, mangelnde Bescheidenheit und Okkultismus einsetzen, in Filmen, im Internet, in Zeitschriften und insbesondere im Fernsehen. Ich opfere dein kostbares Blut auf und bitte darum, dass jeder dieser Menschen dann in deinen heiligen Wunden versiegelt wird. Herr Jesus, ich binde in deinem Namen, deinem heiligsten Namen, alles Böse, das besagte Menschen verderben kann. Und ich rufe deine göttliche Gerechtigkeit und deine göttliche Barmherzigkeit an, ihnen gegenüber zu helfen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldiger und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Böse. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so wie auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Maria, Mutter der Gnade und Mutter der Barmherzigkeit, beschütze uns im Leben und im Tod, große Frau. Heilige Jungfrau Maria, Mutter Jesu Christi und unserer Mutter, rette unser Land Deutschland und bewahrt unseren Glauben. O mein Jesus, o mein guter Jesus, verzeihe unsere Sünde, bewahre uns von dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders diejenigen, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue auf dich. Unbeflecktes Herz Mariens, sei das Heil meiner Seele. Geliebter heiliger Josef, Schutzpatron der Kirche, schütz unsere Familien und bewacht unsere Glauben. Unsere liebe Frau von Guadalupe, bitte für uns. Gebet des Engels von Fatima. O mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an. Ich hoffe auf dich und ich liebe dich.
Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht an dich glauben, die nicht dich anbeten, dich nicht auf dich hoffen und dich nicht lieben. O mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht an dich glauben, dich nicht anbeten, nicht auf dich hoffen und dich nicht lieben. O mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht an dich glauben, dich nicht anbeten, nicht auf dich hoffen und dich nicht lieben. Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich bete dich in tiefster Ehrfurcht an und opfere dir auf den kostbaren Leib, das Blut, die Seele und die Gottheit unseres Heilands Jesus Christus, der in allen Tabernakel der Welt zugegen ist, zur Sühne für die Sünden, Sakrilegen und die Gleichgültigkeit, durch die er selbst beleidigt wird, und durch die unendlichen Verdienste seines allerheiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens, bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder. Amen. O Jesus, es ist zu deiner Liebe, zur Bekehrung der Sünder und zur Sühne für die Sünden, die gegen das unbefleckte Herz Mariens begangen wurden. Gebet an den heiligen Josef von Papst Leo XIII. Zu dir, heiliger Josef, nehmen wir in der Trübsal unsere Zuflucht. Wir haben deine heilige Braut um ihre Hilfe angerufen. Nun bitten wir auch dich vertrauensvoll um deinen väterlichen Schutz, um der Liebe willen, der dich mit der unbefleckten Jungfrau Maria, der Gottesmutter, verbunden hat, um der väterlichen Liebe, mit der du das Jesuskind empfangen hast. Wir bitten dich flehentlich, schau gütig herab auf die Kirche, die Jesus Christus durch sein Blut erworben hat, und kommt in unseren Noten durch deine Macht zu Hilfe. Nimmt, o vorsorglicher Beschützer der heiligen Familie, die auserwählten Kinder Jesus Christi unter deine Obhut. Liebreicher Vater, halte fern von uns jede Ansteckung durch Irrtum und Verderbnis. Du, starken Beschützer, stehe uns vom Himmel aus gnädig bei in unserem Kampf mit der Macht des Finsternis, wie du einst deine Knaben Jesus aus der höchsten Lebensgefahr gerettet hast. So verteidige jetzt die heilige Kirche Gottes wider alle Nachstellungen ihrer Feinde und gegen jede Widerwärtigkeit. Jeden von uns nimmt unter deinen ständigen Schutz, dass wir nach deinem Beispiel und mit deiner Hilfe heilig leben, fromm sterben und die ewige Seligkeit im Himmel erlangen. Amen. Zweites Schutzgebet, Gebet um Schutz. Heiligste Dreifaltigkeit, in deinem Willen, in deinem göttlichen Willen, für die Qualen, die unserem Herrn Jesus Christus durch die Wunden der linken Hand zugefügt wurden, bitte ich dich mit Glauben und Vertrauen für die heilige Mutterkirche, dem mystischen Leib und Braut Jesu Christi, für meine Familie, für das deutsche Volk und
die ganze Welt, insbesondere diejenigen von uns, die diese Umrundung von Jericho durchführen. Zweites schmerzhaftes Geheimnis. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Nachdem wir über unseren heiligsten Herrn nachgedacht hatten, der an die Säule der Geißel gekettet war und sein heiliges Fleisch geöffnet und zerrissen gesehen hatten, lasst uns beten. O heiliges Jesus, ich rufe dich durch deine heiligen Wunden an und ich habe in jedem der offensten und tiefsten Wunden in deiner heiligen Rücken, die in eine von ihnen deinen heiligen Knochen aufgesetzt hat, allen Führer der Welt und denen, die in Regierung und Politik sind, insbesondere denen, die suchen, ausgesetzt die Freiheit einschränken. Ich bete. Durch die Vermittlung deines kostbaren Blutes und bitte darum, dass jeder dieser Menschen damit in deinen heiligen Wunden versiegelt wird. Herr Jesus, ich binde in deinem heiligen Namen alles Böse, das gesagte Menschen verderben kann, und ich rufe deine göttliche Gerechtigkeit und deine göttliche Barmherzigkeit ihnen gegenüber an. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich kommen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünden, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünden, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünden, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünden, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünden, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünden, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünden, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade.
der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünden, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünden, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle sei und in Ewigkeit. Amen. Maria, Mutter der Gnade und Mutter der Barmherzigkeit, beschütze uns im Leben und im Tod, große Frau. Heilige Jungfrau Maria, Mutter Jesus Christi und unsere Mutter, rettet unser Land Deutschland und bewahre unseren Glauben. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünde, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe uns alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Heiliges Herr Jesus, ich vertraue auf dich. Unbeflecktes Herr Mariens, sei das Heil meiner Seele. Geliebter heiliger Josef, Schutzpatron der Kirche, schütz unsere Familien und bewache unseren Glauben. Unsere liebe Frau von Guadalupe, bitte für uns. Gebet zum heiligen Erzengel Michael. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe gegen die Bosheit und die Nachstellung des Teufels, sei unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscharen, stoße den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen auf der Erde umherschwirren, mit Gottes Kraft hinab in die Hölle. Amen. Spirituelles Rüstgebet. Heiligste Dreifaltigkeit, ich bitte euch, mich und diejenigen, die zu mir gehören, mit dem kostbarsten Blut Jesu, ihrem makellosen Lamm, zu bedecken, uns in seinen heiligsten Wunden zu verstecken und uns mit der vollständigen Rüstung ihrer Erlösung und der mächtigen Waffe des heiligen Rosenkranzes zu bewahren. Beschütze uns unter dem kostbaren Mantel der heiligen Jungfrau Maria, zu der wir um ihre liebevollste und mächtigste Fürsprache und die des heiligen Josef, ihres keuschen Ehegatten, bitten. Und wir bitten euch, die Erzengel heiliger Michael, heiliger Gabriel, heiliger Raphael, die Schutzengel unserer Nation Deutschland, unsere Schutzengel und all ihre Engel und Heiligen, um uns alle, die an dieser Umrundung von Jericho teilnehmen, und unsere Familien, um uns vor allen Bösen und Gefahren, vor allen Unruhen dieser Zeit des Gebetes und in der Zukunft zu schützen. Wir bitten dies im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. 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 Gebet zum Blut Jesu Christi. Heiligste Dreifaltigkeit, auf die Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens flehe ich dich an, dass meine Familie, diejenigen von uns, die bei dieser Umrundung Jerichos teilnehmen, und alle deine Kinder in dieser Nation versiegelt werden mit dem kostbaren Blut unseres Herrn Jesus Christus, und dass wir beschützt werden von all dem Bösen. Wir flehen dich an. Versiegle unsere Herzen, damit nichts, was dir widerspricht,
eintreten kann. Versiegle unsere Körper, damit wir gesund sind und die Sünde überwinden. Versiegle unseren Körper, damit wir gesund sind und die Sünde überwinden. Versiegle unsere Augen, damit wir mit deinen Augen sehen und nicht nur mit den menschlichen Augen. Versiegle unsere Ohren, damit wir deine Stimme hören und dir folgen. Versiegle unseren Mund, damit wir deine Worte sprechen können. Versiegle unsere Hände, damit wir für dein Werk und zum Wohle anderer arbeiten. Versiegle unsere Füße, damit sie uns zu dir führen und wir nicht von deinem Weg abkommen. Versiegle unsere Vergangenheit, damit jede Wunde, die uns verletzt, geheilt wird. Versiegle unsere Gegenwart, damit wir alles durch dich, in dir, mit dir und für dich tun. Versiegle unsere Zukunft, damit unsere Pläne deine Pläne werden. Versiegle unser ganzes Wesen, unser Bewusstsein, unser Unterbewusstsein, unsere Biologie, unsere Psyche, unseren Geist, so, dass wir immer auf dich gerichtet sind. Amen. Kostbarstes Blut Christi, beschütze uns und erlöse uns von dem Bösen. Kostbarstes Blut Christi, beschütze uns und erlöse uns von dem Bösen. Kostbarstes Blut Christi, beschütze uns und erlöse uns von dem Bösen. Gebete der Entsagung, Gebete um Schutz. Heiligste Dreifaltigkeit, in deinem göttlichen Willen für die Qualen, die unser Herr Jesus Christus durch die Wunde seines rechten Fußes zugefügt wurden, bitte ich dich darum mit Glauben und Vertrauen für die heilige Mutterkirche, den mystischen Leib und Braut Jesu Christi, für meine Familie, für meine Nation Deutschland und die ganze Welt, besonders für diejenigen von uns, die diese Umrundung von Jericho mitmachen. Drittes schmerzhaftes Geheimnis. Jesus, der für uns mit Donnern gekrönt worden ist. Wir über unseren heiligsten Herrn nachgedacht hatten, der in seine heiligsten Blut getränkt war, wurde er von den Schlängen zerrissen und verletzt worden, und er konnte kaum atmen. Wir sehen, wie er ausgepeitscht wird und wie die Krone des Verhöhnens angebracht wird, die seinen heiligen Kopf tief durchbohrt. Lass uns beten. O heiliger Jesus, ich rufe dich durch deine heiligen Wunden an und lege in diese unbeschreiblichen und erstechenden tödlichen Wunden, die von diesen Dornen wie Dolchen verursacht wurden, alle jene, die auf dem Gebiet der Finanzen und des Handels tätig sind, besonders an diejenigen, die aus Habsucht oder Ehrgeiz ihre ewigen Seelen verkauft haben oder verkaufen werden. Ich bitte durch die Vermittlung deines kostbaren Blutes und ich bitte darum, dass jeder diesen Menschen damit in deinen heiligen Bunden versiegeln wird, werden können. Herr Jesus, ich binde in deinen heiligen Namen alle Bösen, das besagte Menschen verderben kann. Und ich rufe deine göttliche Gerechtigkeit und deine göttliche Barmherzigkeit ihnen gegenüber an. Amen. Vater, unseren Himmel, geheiligt werde dein Name,
Dein Reich komme, dein Wille geschehen wie im Himmel, so wie auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Donner gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Donnen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Donnen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Donnen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Donnen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit der Donnen gekrönt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Donnen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so wie jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Maria, Mutter der Gnade, Mutter der Barmherzigkeit, beschütze uns im Leben und im Tod, große Frau. Heilige Jungfrau, Maria, Mutter Jesus Christus, unsere Mutter, rettet unser Land Deutschland und bewahrt unser Glauben.
O mein Jesus. Verzeih uns unsere Sünde, bewahre uns von der Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Heiliges Herr Jesus, ich vertraue auf dich. Unbeflecktes Herz Mariens, sei das Heil meiner Seele. Heilige Josef, Schutzpatron der Kirche, schütz unsere Familie und bewacht unseren Glauben. Unsere liebe Frau von Guadalupe, bitte für uns. Verzicht auf Handlungen anderer gegen Gott und unseren Glauben. In deinem göttlichen Willen, Herr Jesus, in deinem heiligen Namen, durch deine heiligsten Wunden und deine Auferstehung, auf die Fürsprache der Jungfrau Maria, des heiligen Josef und des heiligen Erzengel Michaels, meines Schutzengels und aller Engel und Heiligen Gottes, heute in der ewigen Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus, meines Königs und Herrn, ich stütze mich auf die Gnade und den Schutz, die mir durch meine Taufe verliehen wurde. Und ich stütze mich auf das heilige Wort Gottes. Ich verweigere oder ich widersage und weise von mir, von meinen Kindern, von meiner Frau, von meinem Mann und meiner Abstammung. Und ich flehe dich an, dass du das aufhebst, annullierst, brichst und verbrennst mit dem Feuer des Heiligen Geistes jegliche Art von Widmungen, die das Böse einleiten könnte oder eingeleitet hat, durch den Gebrauch unserer Vorgesetzten, unserer Herrscher oder durch andere Menschen in unserem Land oder in irgendeinem Teil der Welt gegen die Souveränität Gottes, des Allmächtigen. Ich bitte demütig darum, dass meine Familie, ich und alle deine Kinder dieser Nation durch das kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus versiegelt und geschützt werden vor Handlungen, die gegen das Gesetz Gottes verstoßen, durch unsere Vorgesetzten, Herrscher oder irgendjemand anderen, und dass das Böse nicht vorangetrieben, sondern aus unserer Nation vertrieben wird. Amen. Heilige Jungfrau Maria, Mutter Jesu Christi und unsere Mutter, rettet unseren Land Deutschland und bewahrt unsere Glauben. Persönliche Versichtungserklärung. Heiligste Dreifaltigkeit, durch die unendliche Kraft des heiligen Namen Jesu, ich widersage und weise zurück all das, was mich dazu gebracht hat, dich nicht über alles zu lieben, dir nicht zu danken, auf dein Gesetz zu verleugnen und auf deinen Willen zu verzichten und dir nicht den Platz zu geben, den du verdienst. Ich widersage und weise zurück dem Satan, seinem Pomp, seinen Tricks und seine Verführungen, seine Lügen und Versprechungen und jede Handlung gegen den allmächtigen Gott, gegen die heilige Eucharistie, das Wort Gottes, die Jungfrau Maria und gegen die Engel und Heiligen,
die katholische Kirche und ihre Hierarchie. Ich widersage und weise zurück. Jeder Angriff gegen das Leben, von der Empfängnis beginnend, gegen Ehe und Familie, gegen die Reinheit und Würde der menschlichen Person. Ich weise zurück die Hauptsünden des Stolzes, der Gier, des Neids, der Wut, der Lust, der Völlerei und der Faulheit. Ich widersage und weise zurück alle Arten des Götzendienstes, jeglichen negativen Einfluss, den ich von meinen Vorfahren geerbt habe, und jedes heidnische Fest. Ich widersage und weise zurück jedes Opfer, Ritual oder böse Weihe, jede Art von Verzauberung, Astrologie, Zauberei, Hexerei, Magie und Okkultismus. Ich widersage und weise zurück jeglicher Aberglaube, alle Arten von Spiritismus, Wahrsagerei und Totenberatung, Vampirismus, insbesondere esoterische und satanische Tätowierungen, alle antichristlichen Äußerungen und Verbindungen, wie zum Beispiel die Freimaurerei. Ich widersage und weise zurück alle New Age-Praktiken, ihre rein menschliche Selbsterleuchtungsspiritualität und ihre verborgenen Beziehungen zu nicht-göttlichen Energien oder Wesenheiten. Ich widersage und weise zurück jegliche Anbetung von Engeln außerhalb denen, die in der Bibel erwähnt sind. Ich widersage und weise zurück jede Alternativmedizin, die sich auf Energien, Beschwörungen, Gedankenkontrolle oder Aberglauben bezieht und ihre Kräfte verleiht, über die sie von Natur aus nicht verfügt. Ich widersage und weise zurück jede Praxis, die meinen katholischen Glauben widerspricht und ihn verunreinigt und die, ohne dass ich mir bewusst bin, Türen zum Bösen in mir oder in anderen Menschen zu öffnen. O heilige Jungfrau Maria, unbefleckte Mutter, ich bitte dich, hilf uns und komm jetzt, den Kopf der alten Schlange zu zerschlagen. Heilige Jungfrau Maria, rette unser Land Deutschland und bewahre unseren Glauben. Rette unser Land Deutschland und bewahre unseren Glauben. Rette unser Land Deutschland und bewahre unseren Glauben. Vos Gebete, Gebet um Schutz. Heiligste Dreifaltigkeit in deinem göttlichen Willen, für die Qualen, die unseren Herr Jesus Christus durch die Wunde seines linken Fußes zugeführt wurden, bitte ich dich darum mit Glauben und Vertrauen für die heilige Mutterkirche, den mystischen Leib und Braut Jesu Christi,
für meine Familie, für meine Nation Deutschland und die ganze Welt, besonders für diejenigen von uns, die diese Umrundung von Jerichos mitmachen. Viertes schmerzhaftes Geheimnis. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Nachdem wir über unseren heiligsten Herrn nachgedacht haben, der zum dritten Mal gefallen ist, und wir sehen, wie seine heiligen Füße schrecklich deformiert sind, wie seine heiligen Beine auseinandergerissen werden, wie seine geliebten Knie zerbrochen sind, wie seine heiligsten Hände, Arme und Ellenbogen so verletzt, geschlagen und gequält sind durch die grausamen Schmerzen. Und vor allem, geliebter Jesus, erinnern wir uns an die Wunden an deiner heiligen Schulter, auf der du dein geliebtes Kreuz getragen hast. Diese Wunde, die in deinem heiligen Fleisch und in deinen Knochen größere Qualen und Schmerzen verursachte als jede andere heilige Wunde. Dein Fleisch, das so zerrissen war und deine Knochen frei werden ließ. Lasst uns beten. O heiligster Jesus, ich rufe dich durch die Vermittlung deiner heiligen Wunden an und setze all diejenigen, die Autorität über andere haben, in die Tiefen dieser heilsamen Qualen. Von denen, die die einfachste Autorität haben, bis zu denen, die die Autorität in ihren Händen haben, über das Leben und das Schicksal anderer zu entscheiden. Durch dein kostbares Blut bitte ich, dass jeder dieser Menschen in deinen heiligen Wunden versiegelt wird. Herr Jesus, ich binde in deinem heiligen Namen alles Böse, das besagte Menschen verderben kann, und ich rufe deine göttliche Gerechtigkeit und deine göttliche Barmherzigkeit für sie. Amen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade.
Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Maria, Mutter der Gnade und Mutter der Barmherzigkeit, rette unser Land Deutschland und bewahre unseren Glauben. Beschütze uns im Leben und im Tod, große Frau. Heilige Jungfrau Maria, Mutter Jesu Christi und unsere Mutter, rette unser Land Deutschland und bewahre unseren Glauben. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue auf dich. Unbeflecktes Herz Mariens, sei das Heil meiner Seele. Geliebter heiliger Josef, Schutzpatron der Kirche, schütze unsere Familien und bewache unseren Glauben. Unsere liebe Frau von Guadalupe, bitte für uns. Sühnegebet. Herr Jesus, ich habe Mitleid mit den Männern und Frauen meiner Familie und meines Landes, die, nachdem von dir erlöst worden sind, dich vergessen haben, mit denen, die dich beleidigen und mit denen, die dich im Tabernakel allein gelassen haben und dich nicht mehr besuchen oder dich nicht mehr in ihre Häuser einladen. Wir wollen mit diesen Gebeten Wiedergutmachung an dir leisten und dir sagen, dass wir an dich glauben. Für diejenigen, die nicht glauben, dass wir dich anbeten für diejenigen, die dich nicht anbeten. Und dass wir auf dich hoffen für diejenigen, die Hoffnung an dich verloren haben. Dass wir dir danken für diejenigen, die dir nicht danken. Und dass wir dich lieben für diejenigen, die dich nicht lieben. Durch deine große Barmherzigkeit, wasche uns mit deiner Gnade, vergib uns und wir werden leben. In ihnen liegt unser Vertrauen. Ich flehe sie an, das Herz meiner Familie, meins und das der ganzen Nation zu verwandeln, damit wir uns ihnen zuwenden und zum Mittelpunkt unseres Lebens machen können.
erlauben Sie unserer himmlischen Mutter, uns die Gnaden zu geben, die wir brauchen, um den Glauben auszuharren und zu helfen, Seelen zu retten. Amen. Jesus, sanftmütig und vom Herzen demütig. Mach mein Herz wie deins. Jesus, sanftmütig und vom Herzen demütig. Mach mein Herz wie deins. Jesus, sanftmütig und vom Herzen demütig. Mach mein Herz wie deins. Gebet, dass Gott uns von allen Bösen erlöst. Gebet um Schutz. Heiligste Dreifaltigkeit, in deinem göttlichen Willen, für die Qualen, die unserem Herr Jesus Christus durch die Wunde seiner Seite zugefügt wurde, bitte ich dich darum mit Glauben und Vertrauen. Für die heilige Mutter Kirche, den mystischen Leib und Braut Jesus Christi, für meine Familie, für meine Nation Deutschland und die ganze Welt, besonders für diejenigen von uns, die diese Umrundung von Jericho mitmachen. Fünftes schmerzhaftes Geheimnis: Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Nachdem wir über unseren heiligsten Herrn nachgedacht haben, der ans Kreuz genagelt war und an einem äußerst schmerzhaften und grausamen Tod erlitt. Sein gequältes Denken konzentrierte sich auf uns, auf unsere Erlösung und Seelenheil, und schließlich übergab er uns der Fürsorge seiner Mutter. Lasset uns beten. O heiligster Jesus, ich rufe dich durch die Vermittlung deiner heiligen Wunden an. Ich lege die Tiefen jeder der Wunden, die du bei der Kreuzigung erlitten hast, die Wunden deiner geliebten Hände, deine heiligen Füße und die verehrte Wunde deiner heiligen Seite an alle Familien. Insbesondere an die Familien innerhalb Deutschland, deren Eltern sich geschieden haben oder kurz vor der Scheidung stehen. Ebenso stehe ich alle diejenigen vor, die die abscheuliche Sünde der Abtreibung begangen haben oder darüber nachdenken. Und ich stelle alle diejenigen vor, die Opfer der Vollkommenheit, der Ehebruch geworden sind. Ich habe auch all deine heiligen Wunden blutig und mysterisch alle Kinder dieser Menschen und Familien, die diese gelegt und sie von dem Fleck für solche Sünden zu bewahren und sie unter dem Schutz der heiligen Familie zu bewahren. Frei von dem Willen des Fleisches und aus aller Anhaftung an die Dinge dieser Welt. Ich bete durch die Vermittlung deines kostbaren Blutes und bitte darum, dass jeder dieser Menschen damit in deinem heiligen Wunden versiegelt wird. Herr Jesus, ich binde in deinem heiligen Namen alles Böse, das besagte Menschen verderben kann. Und ich rufe deine göttliche Gerechtigkeit und deine göttliche Barmherzigkeit ihnen gegenüber an. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Maria, Mutter der Gnade und Mutter der Barmherzigkeit, beschütze uns im Leben und im Tod, große Frau. Heilige Jungfrau Maria, Mutter Jesu Christi und unsere Mutter, rette unser Land Deutschland und bewahrt unseren Glauben. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Heiliges Herz Jesu, ich vertraue auf dich. Unbeflecktes Herz Mariens, sei das Heil meiner Seele. Geliebter heiliger Josef, Schutzpatron der Kirche, Schutz unserer Familien und bewach unseren Glauben.
unsere liebe Frau von Guadalupe. Bitte für uns. Gebet, dass Gott uns von allen Bösen erlöst. Das folgende Gebet basiert auf einem Gebet von Pater Gabriele Amort. O Herr, du bist groß. Du bist Gott, du bist Vater. Im heiligen Namen Jesus, durch seine Passion, seinen Tod und seine Auferstehung, auf die Fürsprache der Jungfrau Maria, des heiligen Josephs, des heiligen Michael, alle Engel und Heiligen, bete ich dich, dass meine Familie, meine Nation, Deutschland und ich von den Bösen und alle seinen Herrscharen befreit werden. Von Hass, Groll, Hurerei und Neid, wir bitten dich. Erlöse uns, o Herr. Von Furcht, Angst, Traurigkeit und Besessenheit, wir bitten dich. Erlöse uns, Herr. Aus Eifersucht, Wut und Todessehnsucht, wir bitten dich. Erlöse uns, o Herr. Vor Abtreibung, Euthanasie, Eugenik und Transhumanismus, wir bitten dich. Erlöse uns, o Herr. Vor Missbrauch der Sexualität, der Genderideologie, von Drogen und mangelnder Achtung der Menschenwürde, wir bitten dich. Erlöse uns, o Herr. Von der Spaltung der Familie und von allen schlechten Freundschaften, wir bitten dich. Erlöse uns, o Herr. Von allen Fallstricken des Bösen, von allen Formen des Bösen, von Zaubersprüchen, Hexerei und all verborgenen Übeln, wir bitten dich. Erlöse uns, o Herr. O Herr Jesus Christus, der du gesagt hast, Frieden hinterlasse ich euch, meine Frieden gebe ich euch. Gewähre uns die Befreiung von allem Bösen. Gib uns deine Frieden. Amen. Vor den bösen Feinden. Erlöse uns, Herr Jesus. Von den bösen Feinden. Erlöse uns, Herr Jesus. Vor den bösen Feinden. Erlöse uns, Herr Jesus. Gebet um Schutz. Heiligste Dreifaltigkeit, in deinem göttlichen Willen, für die Qualen, die du unserem Herrn Jesus Christus durch die Dornenkrone zugefügt wurde, bitte ich dich im Glauben und Vertrauen für die heilige Mutterkirche, den mystischen Leib und Braut Jesu Christi, für meine Familie, für meine Nation Deutschland und die ganze Welt, insbesondere für diejenigen von uns, die bei dieser Umrundung von Jericho beten. Gebete vor der Rosenkranzen Litaneien. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, deine Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns den Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, heiligste Maria, Tochter der Vater, reinste Jungfrau und keuschteste vor der Geburt. In deinen Händen empfehlen wir unseren Glauben, an uns sie zu erleuchten, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, heiligste Maria, Mutter Gottes, des Sohnes.
reinste Jungfrau und keuscheste nach der Geburt, in deinen Händen entfällen wir unsere Hoffnung an, um sie zu ermutigen. Voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, heiligste Maria, Braut Gottes, des Heiligen Geistes, reinste Jungfrau und keuscheste nach der Geburt. In deinen Händen empfehlen wir unsere Nächstenliebe an, um sie zu entzünden. Volle Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, heiligste Maria, Tempel, Thron und Tabernakel der heiligen Dreifaltigkeit, Jungfrau ohne Erbsünde empfangen worden. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es am Anfang, so auch jetzt in alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gegrüßt seist du, Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsere Süße, unsere Hoffnung sei gegrüßt. Zu dir rufen wir elende Kinder Evas. Zu dir seufzen wir Trauenden, Weinenden in diese Tal der Tränen. Wohlanden, unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu. Und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes, o Gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria, bitte für uns, heilige Gottes Gebärerin, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Amen. Komm, heilige Geist der Lebenschaft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein, nun hauch uns Gottes Odem ein. Komm, Tröste, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. Dies sendet Gottes Allmacht aus, im Feuer und in Sturmes Braus. Du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund. Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut. Die Macht des Bösen bahne weit, schenk deinen Frieden alle Zeit. Erhalte uns auf rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann. Lass gläubig uns den Vater sehn, sein Ebenbild den Sohn verstehn, und dir vertrauen, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt. Amen. Hymne an den Heiligen Geist, Veni Creator Spiritus. Komm, Schöpfergeist, kehr bei uns ein, besuch das Herz der Kinder dein, erfüll uns allen mit deiner Gnad, die deine Macht erschaffen hat. Der du der Tröster wirst genannt, vom höchsten Gott an Gnaden fand,
du Lebensbrunnen, Licht, Lieb und Glut, der Seele Salbung, höchstes Gut. O Schatz, der siebenfältig ziert, o Finger Gottes, der uns führt, Geschenk vom Vater zugesagt, du, der die Zungen reden macht. Zünd an in uns dein Gnadenlicht, gieß Lieb ins Herz, die ihm gebricht, stärk unseres Leibs Gebrechlichkeit mit deiner Kraft zu jeder Zeit. Treib weit von uns des Feinds Gewalt, in deinem Frieden uns erhalt, dass wir, geführt von deinem Licht, in Sünd und Leid verfallen nicht. Gib, dass durch dich den Vater wir und auch den Sohn erkennen hier, und dass als Geist von beiden dich wir allzeit glauben festiglich. Dem Vater Lob im höchsten Thron und seinem auferstandenen Sohn, dem Tröster auch sein Lob geweiht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Gott, der du die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt hast, gib, dass auch wir in demselben Geist das, was recht ist, erkennen und seines Trostes uns allzeit erfreuen, durch Christus unseren Herrn. Amen. Amen. Gebet an den Heiligen Geist. Herr, sende deinen Heiligen Geist zu mir, meiner Familie, meiner ganzen Nation Deutschland. Heiliger Geist, komm und nimm Besitz von uns, entzünde unseren Geist, damit wir dir jeden Tag zugehören und mehr spirituell und weniger weltlich werden. Nimm unseren Verstand in Besitz, damit unsere Gedanken in Einklang mit dir sind. Nimm unsere Gefühle in Besitz, damit wir diejenigen lieben und verzeihen können und denen verzeihen können, was uns kostet durch die Liebe des Herzens Jesu. Nimm unseren Körper in Besitz, um Gesundheit und Tugend zu genießen. Nimm unsere Familie in Besitz, damit wir gemeinsam von dir Zeugnis geben können. Nimm unsere Zeit in Besitz, damit wir sie gut verwenden und nicht verschwenden. Nimm unsere Arbeit in Besitz, damit wir sie nach deinem Willen durchführen. Nimm unser Apostolat in Besitz, um Seelen zu dir zu bringen. Nimm unsere Probleme und Sorgen in Besitz, damit wir dir vertrauen. Nimm unsere Güter in Besitz, damit sie dir dienen. Nimm alle Aspekte unseres Lebens und unseres Seins in Besitz, um dich wiederzuspiegeln. Heiliger Geist, Quelle des Lichts, erleuchte uns. Heiliger Geist, Quelle des Lichts, erleuchte uns. Heiliger Geist, Quelle des Lichts, erleuchte uns. Gebet um Schutz. Heiligste Dreifaltigkeit, in deine göttlichen Willen, für die Qualen, die unseren Herr Jesus Christus auf seinem Gesicht, durch die Wunden seiner Schulter und auf seinem Rücken zugefügt wurden, bitte ich dich darum, mit Glaube und Vertrauen für die heilige Mutterkirche, den mystischen Leib und Braut Jesus Christi, für meine Familie, für meine Nation Deutschland und die ganze Welt, besonders für diejenigen von uns,
die diese Umrundung von Jericho mitmachen. Lauretanische Litanei. Erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, hör uns. Christus, höre uns. Gott, Vater im Himmel. Erbarme dich unsere. Gott, Sohn, Erlöser der Welt. Erbarme dich unsere. Gott, Heiliger Geist. Erbarme dich unsere. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott. Erbarme dich unser. Heilige Maria, bitte für uns. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Heilige Jungfrau der Jungfrau, bitte für uns. Mutter Christi, bitte für uns. Mutter der Kirche, bitte für uns. Mutter der göttlichen Gnade, bitte für uns. Du reine Mutter, bitte für uns. Du keusche Mutter, bitte für uns. Du unversehrte Mutter, bitte für uns. Du unbefleckte Mutter, bitte für uns. Du liebenswürdige Mutter, bitte für uns. Du wunderbare Mutter, bitte für uns. Du Mutter des guten Rates, bitte für uns. Du Mutter des Schöpfers, bitte für uns. Du Mutter des Erlösers, bitte für uns. Du Mutter der Barmherzigkeit, bitte für uns. Du weise Jungfrau, bitte für uns. Du ehrwürdige Jungfrau, bitte für uns. Du lobwürdige Jungfrau, bitte für uns. Du mächtige Jungfrau, bitte für uns. Du gütige Jungfrau, bitte für uns. Du getreue Jungfrau, bitte für uns. Du Spiegel der göttlichen Heiligkeit, bitte für uns. Du Sitz der Weisheit, bitte für uns. Du Ursache unserer Freude, bitte für uns. Tempel des Heiligen Geistes, bitte für uns. Tabernakel der ewigen Herrlichkeit, bitte für uns. Die Wohnung ganz Gott geweiht, bitte für uns. Du geheimnisvolle Rose, bitte für uns. Du Turm Davids, bitte für uns. Du elfenbeiniger Turm, bitte für uns. Du goldenes Haus, bitte für uns. Du Arche des Bundes, bitte für uns. Du Pforte des Himmels, bitte für uns. Du Morgenstern, bitte für uns. Du Heil der Kranken, bitte für uns. Du Zuflucht der Sünder, bitte für uns. Du Trösterin der Betrübten, bitte für uns. Du Hilfe der Christen, bitte für uns. Du Königin der Engel, bitte für uns. Du Königin der Patriarchen, bitte für uns. Du Königin der Propheten, bitte für uns. Du Königin der Apostel, bitte für uns. Du Königin der Märtyrer, bitte für uns. Du Königin der Bekenner, bitte für uns. Du Königin der Jungfrauen, bitte für uns. Du Königin aller Heiligen, bitte für uns. Du Königin der ohne Makel der Erbsünde empfangen, bitte für uns. Du Könige in den Himmel aufgenommen, bitte für uns. Du Königin des heiligen Rosenkranzes, bitte für uns. Du Königin der Familien, bitte für uns. Du Königin des Friedens, bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, verschone uns, o Herr, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erhöre uns, o Herr.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser, o Herr. Bitte für uns, o heilige Gottesmutter. Auf dass wir wohl im Werden der Verheißungen Christi. Amen. Dankgebete. Heiligste Dreifaltigkeit, wir danken dir für diesen Dienst, den wir gerade leisten durften, und für die erhaltenen Gnaden. Wir bitten darum, dass alles Leid und alles Böse von uns ferngehalten wird. Wir danken der seligen Jungfrau, dem heiligen Josef, den Erzengeln Michael, Gabriel und Raphael, dem Schutzengel unserer Nation Deutschland, unserem Schutzengel und allen Engeln und Heiligen, die während dieses Gebetes für uns Fürbitte geleistet haben. Psalmen 137. Dank für Gottes Hilfe. Von David. Ich will mich niederwerfen zu deinen heiligen Tempel hin und deinen Namen danken für deinen Huld und Treue. Denn du hast die Worte meines Mundes gehört, deinen Namen und dein Wort über alles verherrlicht. Du hast mich erhört an dem Tag, als ich riet. Du gabst meine Seele große Kraft. Dich sollen preisen, Herr, alle Könige der Welt, wenn sie die Worte deines Mundes vernehmen. Sie sollen singen von den Wegen des Herrn. Denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Ja, der Herr ist erhaben, doch er schaut auf die Niedrigen, und die Stolzen erkennt von fern. Gehe ich auch mitten durch große Not, du erhältst mich am Leben. Du streckst die Hand aus gegen meine wütenden Feinde, und deine Rechte hilft mir. Der Herr nimmt sich meiner an. Herr, deine Huld wird ewig, lass nicht ab vom Berg deiner Hände. Ich biete mein ganzes Leben Gott an. Von Sor Maria Natalia Magdolina. Mein liebenswerter Jesus, vor den Personen der allheiligsten Dreifaltigkeit, vor unserer Mutter im Himmel und vor dem gesamten himmlischen Hof biete ich gemäß den Absichten ihres eucharistischen Herzens und den der unbefleckten Herzen Mariens, der Allerheiligsten an, mein ganzes Leben an, all meine heiligen Messen, Kommunionen, gute Werke, Opfer und Leiden, vereinen sie mit den Verdiensten deines heiligen Blutes und deinem Kreuz, Tod am Kreuz, und die glorreiche heilige Dreifaltigkeit zu verehren, um ihre Wiedergutmachung für unsere Vergehen anzubieten, für die Vereinigung unserer Kirche, der Heiligen Mutter, für unsere Priester, für gute priesterliche Berufungen und für alle Seelen bis zum Ende der Welt. Nimm meinen Jesus an, mein Lebensangebot, und gib mir die Gnade, bis zum Ende meines Lebens treu an ihm festzuhalten. Amen. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit. So bleibst
Zibaoth, heilig Herr der Himmelsheere, starker Helfer in der Not, Himmel, Erde, Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm. Alles ist dein Eigentum. Der Apostel, heiliger Chor, der Propheten, ihre Menge, schickt zu deinem Thron empor neue Lob- und Dankgesänge, der Blutzeugen Lichter Schar, lobt und preist dich immer da. Dich, Gott Vater, auf dem Thron loben große, loben kleine, deinem eingeborenen Sohn singt die heilige Gemeinde und sie ehrt den Heiligen Geist, der uns seinen Trost erweist. Du des Vaters ewiger Sohn hast die Menschheit angenommen, bist vom hohen Himmelsthron zu uns auf die Welt gekommen, hast uns Gottes Gnade gebracht, von der Sünd uns frei gemacht. Durch dich steht das Himmelstor allen, welche glauben, offen. Du stellst uns dem Vater vor, wenn wir kindlich auf dich hoffen. Du wirst kommen zum Gericht, wenn der letzte Tag anbricht. Herr, steh deinen Dienern bei, welche dich in Demut bitten. Kauftest durch dein Blut uns frei, hast den Tod für uns gelitten. Nimm uns nach vollbrachtem Lauf zu dir in den Himmel auf. Sieh dein Volk in Gnaden an, hilf und segne, Herr, dein Erbe, leint es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe. Führe es durch diese Zeit, nimm es auf in Ewigkeit. Alle Tage wollen wir dich und deinen Namen preisen und zu allen Zeiten dir Ehre, Lob und Dank erweisen. Rett aus Sünden, rett aus Tod, sei uns gnädig, Herre Gott. Herr, erbarme dich, lass uns deine Güte schauen, deine Treue zeige sich, wie
Te Deum. Dich, o Gott, loben wir. Dich, den Herrn, preisen wir. Dich, dem ewigen Vater, verehrt der ganze Erdkreis. Dir rufen alle Engel zu, die Himmel und alle Mächte. Der Cherubin und Seraphin Stimme verstummt nicht. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Herrscharen. Himmel und Erde sind voll der Majestät deiner Herrlichkeit. Dich lobt der Apostel, glorreicher Chor, der Propheten lobwürdige Zahl, der Märtyrer strahlendes Heer, die heilige Kirche auf dem Erdenrund bekennt dich, den Vater der unermesslichen Majestät, deinen anbetungswürdigen wahren und einzigen Sohn und den Heiligen Geist, den Tröster. Du König der Herrlichkeit, Christus, du bist des Vaters ewiger Sohn, um als Erlöser Mensch zu werden, scheutest du nicht den Jungfrauschoß. Du Sieger des Todesstachel hast den Gläubigen das Himmelreich erschlossen. Du sittest zur Rechten Gottes in der Herrlichkeit des Vaters. Wir glauben an deine Wiederkunft als Richter. Wir knien. Darum bitten wir dich, steh deiner Kirche bei, die du mit deinem kostbaren Blut erlöst hast. Lass uns in der ewigen Herrlichkeit zu deinen Heiligen gezählt werden. Rette dein Volk, o Herr, und segne dein Erbe und führe sie und erhöre sie in Ewigkeit. Tag für Tag preisen wir dich und wir loben deinen Namen in Ewigkeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit bewahre, o Herr, an diesem Tag uns vor der Sünde. Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich unser. Lass deine Barmherzigkeit über uns kommen, wie wir auf dich gehofft haben. Auf dich, o Herr, hoffe ich. Ich werde nicht zu Schande in Ewigkeit. Amen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren, du glorreiche und gebenedeite Jungfrau. Amen. Wir bitten dich, Herr und Gott, uns die kontinuierliche Gesundheit von Seele und Körper zu gewähren und uns auf die wunderbare Fürsprache der immer gesegneten Jungfrau Maria, die das wir frei von den Sorgen des gegenwärtigen Lebens sein mögen und die ewigen Freuden zu genießen mögen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir geben Gott unsere Gebete. Vom ersten bis zum sechsten Tag beten wir mit oder ohne Prozession für die Anliegen. Mit viel Glauben und in Stille werden diese Gebete an Gott gerichtet, damit er die Mauern niederreißt, die uns verhindern. Dass diese Umrundung von Jericho das vollbringt. Am siebten Tag
beten wir mit oder ohne physischen Wände. Wie in der Bibel erzählt wird, 7-mal zu Gott, dass er die Mauern von Jericho zum Einsturz bringt. Am Ende wird das Gloria mit viel Enthusiasmus und Freude gebetet, gefolgt von den Schlussgebeten des Tages, mit denen die 7 Gebetstage abgeschlossen werden. Die Anliegen werden im Vertrauen auf Gott und im Vertrauen ihm gegeben, dass Gott sich um unsere Probleme kümmert. Schlussgebet für jeden Tag. Heiligste Dreifaltigkeit, wir danken Ihnen für diesen Dienst, der wir gerade leisten durften, und für die erhaltenen Gnaden. Wir bitten darum, dass alle Schmerzen und alle Böse außerhalb von uns bleiben. Möge das reinste Wasser von der Seite unseres Herrn Jesus Christi uns reinigen, sein kostbares Blut uns reinigen und alle Böse in uns zerstören. Und möge seine heiligende Gegenwart in unsere Herzen in den Herzen deren, die an dieser Umrundung von Jericho teilnehmen und in Familien vor alle Schanden beschützen. Wir danken der heiligen Jungfrau, dem heiligen Josef, den Erzengel, heiligen Michael, heiligen Gabriel und heiligen Raphael, den Schutzengel unserer Nation Deutschland, unseren Schutzengel und allen Engeln und Heiligen, die während dieses Gebets für uns unterstützt haben. O meine Herrin, o meine Mutter, ich gebe mich dir ganz und gar hin. Und als Beweis meiner kirchlichen Zuneigung opfere ich dir an diesem Tag und für immer meine Augen, meine Ohren, meine Zunge, mein Herz. Mit einem Wort mein ganzes Wesen, da ich ganz dein bin, o Mutter, der Gute, beschütze und verteidige mich als dein Kund und dein Besitz. Amen. Liebste Mutter, wende dich nicht von uns ab, schau nicht von uns weg. Kommt mit uns überall hin und lass uns niemals allein. Denn du beschützt uns so sehr wie eine wahre Mutter. Bedecke uns mit deinem Mantel und segne uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lass uns für die Intentionen des Papstes beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Deine Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unsere tägliche Brot gib uns heute. Und vergib uns Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Bösen. Denn dann ist dein Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria,
bitte für uns Sünde, jetzt und des Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Die in Anfang, soll jetzt und alle Zeiten und Ewigkeit. Amen. Durch das Zeichen des Heiligen Kreuzes befreie uns von unseren Feinden, Herr, unser Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede den Guten auf Erden. Lob dir auf Preis und Anbetung, dank dir du großer Begnadeter. This